Schon in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages wurden Arkosch und Sarah aus ihrem unruhigen Schlaf gerissen. Mehrere Handtuer stürmten in ihre Kammer, zogen ihnen wortlos die Fesseln wieder stramm und stießen sie hinaus auf den Gang. Durch die schmalen Fenster hoch oben drang nur der schwache Schein der Morgendämmerung herein. Die gehässigen Bemerkungen, die ihre Bewacher immer wieder fallen ließen, prallten an den beiden Gefangenen ab. Oras unerwartetes Auftauchen am Vorabend, die erste richtige Mahlzeit seit mehreren Tagen und nicht zuletzt die Aussicht auf Flucht hatten sie in eine solche Hochstimmung versetzt, dass selbst der Gedanke an das unmittelbar Bevorstehende sie nicht trüben konnte. Im Thronsaal waren bereits alle versammelt, die auch bei ihrem letzten Aufeinandertreffen mit Yandal zugegen gewesen waren. Hinzugekommen waren die 6 neuen Anführer in ihren blauen Kutten, unter denen sich auch Oras befand. Sie hatten auf niedrigen Hockern zur Rechten des Throns Platz genommen und verfielen in eine tiefe Verbeugung, als schließlich auch Yandal selbst den Raum betrat. Er musterte die beiden Vorgeführten, die inzwischen wieder an die Eisenkette gefesselt worden waren, und ließ seinen Blick dann einige Sekunden auf dem leeren Platz neben ihnen verweilen. Wortlos deutete er auf die freie Stelle. Einer der neuen Wachen trat hervor. »Großer Meister, ich fürchte, die Befragung der Gefangenen muss ohne die zykalanische Kriegerin stattfinden. Ihr Zustand hat sich in der letzten Nacht verschlechtert, und sie kann eure Fragen wohl gar nicht beantworten.« Wütend stampfte Yandal mit dem Fuß auf. »Was soll das heißen? Sie wird sterben. Es ist mir egal, ob sie sich gut oder schlecht fühlt. Was macht das schon für einen Unterschied?« »Verzeiht, Meister.« Oras trat einen Schritt vor. »Dürfte ich das Wort an euch richten?« Die plötzliche Unterwürfigkeit eines seiner Schergen stimmte Yandal nur wenig milde, doch er nickte widerwillig. »Ihr wollt dieses Weib doch leiden sehen. Wäre es nicht besser, sie in eine Verfassung zu versetzen, in der sie auch dazu in der Lage ist? Ich meine, wenn sie jetzt schon kaum noch ansprechbar ist, wird sie doch gar nicht viel von den Schmerzen mitbekommen, die ihr ihr zugedacht habt.« »Wer bist du, alter Besserwisser?« fauchte Yandal. »Denkst du, das ist mir nicht klar? Aber ich lasse mich nicht von ihnen hinters Licht führen. Sie kann eine Menge aushalten. Ich glaube einfach nicht, dass sie von einer so harmlosen Gefangenschaft derart mitgenommen ist.« »Und doch scheint dieser Ort an ihren Kräften zu zehren. Und mit Verlaub, Meister, ihr selbst wisst doch am besten, wie man sich Länder schwächen kann. Haben es eure bisherigen Soldaten nicht vielleicht ein wenig übertrieben?« »Übertrieben? Was soll das heißen? Sie ist nicht zur Erholung hier. Ich will ihren Tod. Ihren und den der anderen beiden. Soll ich ihnen vielleicht noch Tee und Gebäck servieren, damit sie sich wohlfühlen? Ich sollte sie den ganzen Tag über auspeitschen und abends mit Salz überschütten lassen.« Oras machte ein Gesicht, als hielte er dies für eine besonders ausgeklügelte Idee, seufzte dann aber. »Eine wahrhaft genüssliche Vorstellung, Herr. Doch wie ihr wisst, wird diese Sichelländerin seit Tagen in einem hell erleuchteten Raum festgehalten, umgeben von Feuer, Wärme, Licht und in ständiger Gegenwart dieser... Nun, ich möchte niemanden beleidigen.« Mit gespielter Verlegenheit sah er sich um und senkte dann die Stimme, so dass nur Yandal ihn noch hören konnte. »Die Handtuer riechen nicht sehr gut, Meister. Ihr selbst vermeidet es, ihnen zu nahe zu kommen. All diese Umstände und dazu noch die Fesseln, die Schläge, der Durst und das, was sie von euch erfahren hat. Selbst die stärksten Krieger würden bald unter solchen Maßnahmen zusammenbrechen. Und wenn das, was man sich erzählt, wahr ist, dann hat auch sie ihre Grenzen. Außerdem ist es nur eine Frau. Mit schmerzhaften Foltermethoden könnt ihr sie quälen, aber im Augenblick hättet ihr daran kaum Freude.« Gereizt ließ sich Yandal nach hinten in seinen Thron sinken. »Da magst du recht haben. Allerdings bin ich es nicht gewohnt, dass ich von meinen Männern sinnvolle Ratschläge bekomme. Überhaupt kann ich mich nicht an dich erinnern.« »Das verwundert mich nicht, Meister. Ich gehörte damals zu Aiopes engsten Vertrauten, aber da ich mich unter unsere Feinde mischte, um sie auszuspionieren, verbrachte ich nur wenig Zeit in unserer schönen Heimat, und meine Identität wurde stets geheim gehalten. Ich bin sicher, dass mein Wissen über das Sichelland nur von dem Euren überboten werden kann.« »Du bist sehr von dir überzeugt. Das gefällt mir, wenn es denn auch wahr ist, was du sagst. Wie ist dein Name?« »Sago, Herr.« »Nun, Sago, dann rate mir, was mit diesem Weibsbild zu tun ist. Ich wünsche nichts weiter, als dass ihr einen besonders grausamen Tod stirbt. Sie war es, die unsere bewundernswerte Fürstin Aiope ermordet hat, und dafür soll sie bezahlen, wie auch für alle anderen Verbrechen.«
Oras spielte seine Rolle als Sago so überzeugend, dass selbst Sarah und Akosch ganz unwohl wurde. Jetzt lächelte er vielsagend und räusperte sich, bevor er Yandal die gewünschte Antwort gab. »Nun, ich würde sie zuerst einmal in ein anderes Verlies bringen lassen. So ungern ihr das vielleicht hört, Meister, aber es wäre vielleicht gut, ihr zuerst ein wenig entgegenzukommen. Innerhalb weniger Stunden sollte sie dann wieder in der Lage sein, Schmerzen zu empfinden. Dann wären eure weiteren Vorhaben sicher von mehr Erfolg gekrönt.« Yandal machte ein unzufriedenes Gesicht. »Du hast recht, das gefällt mir tatsächlich nicht. Gerade sie. Soll sie doch verrotten. Letztendlich ist es doch gleich, wie sie stirbt. Hauptsache, sie tut es. Aber wahre Befriedigung erlangt ihr nur, wenn ihr sie für ihre Taten bezahlen lasst. Ihr wisst doch genau, wie ihr Sichelländer zermürben könnt. Sie ist gefährlich, und ihr habt alles getan, um sie auszuschalten. Doch damit verhindert ihr zugleich, dass ihr eure eigene Rache vollenden könnt.« »So ungern ich es zugebe, aber es steckt einiges an Wahrheit in deinen Worten«, knurrte Yandal. »Also gut. Schafft sie aus dieser Kammer heraus und sperrt sie in den Raum, in dem die anderen waren. Und die Wachen bleiben draußen. Nicht einmal diese Missgeburt kann von dort ausbrechen, wenn die Tür ausreichend gesichert ist.« »Es wäre vielleicht auch sinnvoll, ihr einen Heiler zu schicken. Der könnte dazu beitragen, dass sie sich schneller erholt und dann umso empfänglicher für eure Bestrafung ist«, fügte Oras vorsichtig hinzu. »Einen Heiler? Woher um alles in der Welt soll ich denn jetzt einen Heiler nehmen? Außerdem geht das zu weit. Schon morgen wird sie sich wünschen, nie geboren zu sein. Wozu sollte ich ihr jetzt solche Linderung verschaffen?« »Eure Spielchen mit ihr werden ein schnelles Ende haben, wenn er sie in diesem Zustand foltert. Das wird sie nicht lange überleben, Meister.« »Dann soll einer von euch sie behandeln. Aber wehe, ihr übertreibt es.« Unschlüssig trat Oras von einem Fuß auf den anderen. Es war heikel, zu weit vorzustoßen, und doch musste er diese einmalige Gelegenheit nutzen. »Meister, wenn ich noch einen Vorschlag machen dürfte?« »Ich höre.« »Warum lässt du nicht dieses Mädchen zu ihr? Soweit ich weiß, hat sie im Nebeltempel einiges an Heilkunst gelernt, und in ihrer Tasche haben wir auch Kräuter und Verbandszeug gefunden. Natürlich könnten wir selbst diese Aufgabe übernehmen, aber wer möchte sich schon gern an diesem dämonischen Weib die Finger schmutzig machen und sich zugleich in die Gefahr begeben, dass sie vielleicht doch einen unerwarteten Angriff startet? Dieses Kind kann uns wohl nicht gefährlich werden, und für alle Fälle haben wir ja immer noch den Schmied, mit dessen Wohlergehen wir die beiden unter Druck setzen können.« »Du willst, dass ich sie nicht nur bevorzugt behandle, sondern ihr auch noch ihre Dienerin zurückgebe?« fragte Yandal ungläubig. »Nur für kurze Zeit, Herr. Dann könnt ihr alle drei wieder hierher bringen lassen und sie endlich für ihre Verbrechen bezahlen lassen. Im Augenblick jedoch müsst ihr auf die wichtigste Gefangene verzichten. Das Mädchen könnte euch helfen, diesen Zeitraum möglichst kurz zu halten.« Yandal dachte lange nach. Es passte ihm nicht, derartige Zugeständnisse zu machen, doch er musste zugeben, dass der ihm eigentlich völlig unbekannte Sago durchaus vernünftig argumentierte. Und er unterschätzte die Sichelländer nicht, im Gegenteil. Er versuchte, sie mit List und Tücke zu schlagen und war bereit, alles zu tun, damit er, Yandal, seine Rache so vollenden konnte, wie er es sich all die Jahre ausgemalt hatte. »Einverstanden«, sagte er schließlich. »Du wirst verantwortlich sein, dass alles so geschieht, wie du es vorgeschlagen hast. Sollte es auch nur den kleinsten Anhaltspunkt dafür geben, dass dein Plan fehlschlägt, wirst du mit diesen dreien in den Tod gehen. Wenn du es aber schaffst, mir zu meiner Genugtuung zu verhelfen, so will ich dich reich dafür belohnen und dir in meinem künftigen Königreich ein hohes Amt zukommen lassen.« »Ihr seid zu großzügig, Meister.« Oras verneigte sich tief. »Ich werde sofort alles Nötige veranlassen. Ich bin sicher, schon morgen könnt ihr mit den Verhören beginnen, und sie werden sicher zu eurer vollsten Zufriedenheit verlaufen.« Als Sarah zurück in ihre Kammer geworfen wurde, dauerte es wieder einen Moment, bis sie sich an die Dunkelheit gewöhnt hatte. Die Wachen waren diesmal brutaler gewesen als sonst und hatten sie so heftig zu Boden geschleudert, dass sie sich dabei die Knie aufgeschlagen hatte. Akosch hatten sie in einen anderen Gang geschleift, und mit Sicherheit waren sie mit dem Schmied nicht sanfter umgegangen. Einige Schritte hinter ihr hatte Oras mit scharfer Stimme die Handhuhe befehligt und mehrmals betont, dass die Gefangenen nicht zu schonen seien. Alles, was er wollte, sei, dem Meister so schnell wie möglich drei Todeskandidaten vorzuführen, die nicht gleich unter den ersten Peitschenhieben bewusstlos zusammenbrachen. Er spielte seine Rolle so überzeugend, dass Sarah ein Schauer überkam. Mit seinen klugen Worten und der aufgesetzten bösen Miene hatte er Yandals Vertrauen gewonnen,
Jetzt galt es, diesen Schein so lange wie möglich zu wahren. Sie tastete sich auf dem nackten Steinboden vorwärts. Hier irgendwo musste der Wasserkrug stehen. Ihre Lippen waren schon aufgesprungen und ihre Kehle brannte vor Durst. Doch statt des Krugs fühlte sie plötzlich wieder weiches Leder vor sich. Ihre Schultertasche, in der sie die Heilkräuter verpackt hatte. Ein Geräusch auf der anderen Seite des Raumes ließ sie aufhorchen. Atmete dort nicht jemand? Angestrengt kniff Sarah die Augen zusammen und glaubte, einen Schatten zu erkennen, der sich selbst in der Finsternis abhob. »Lennis?« Hastig kroch sie zu der Stelle hinüber. »Lennis, seid ihr das?« Zitternd streckte sie ihre Hand aus und fühlte die glatte Haut ihrer Herrin. »Könnt ihr mich hören?« »Licht«, dachte Sarah, »wenn es doch nur etwas heller wäre.« Dann fielen ihr die Feuersteine ein, die sie noch in ihrer Tasche aufbewahrte. Hatte sie nicht auch noch ein paar der kleinen Handfackeln eingesteckt? Nach einigem Suchen fühlten die ihre Finger tatsächlich den scharfkantigen Stein und zumindest zwei Fackeln, die in einer Seitenschlaufe steckten. Erst nach mehreren erfolglosen Versuchen gelang es ihr, eine davon zu entzünden. Die Arme und Schultern Lennis waren von Blutergüssen und zahlreichen kleineren Verletzungen bedeckt, die wohl größtenteils von den schweren Eisenketten stammten, mit denen sie zeitweise gefesselt worden war. Sie lag auf der Seite, und Sarah erkannte dort, wo die Kleidung Risse aufwies, Spuren von Peitschenstriemen auf der Haut ihrer Herrin. Tief war keine der Wunden. Sie war überrascht, dass die Handtuer nicht nur ihr selbst, sondern auch Lennis die Fesseln abgenommen hatten, doch die Stricke hatten deutliche Spuren hinterlassen. Sie selbst hatte sich beinahe die Lippe blutig gebissen, als der Schmerz in ihre tauben Gliedmaßen zurückgekehrt war. Lennis war nicht bei Bewusstsein. Eine Platzwunde neben der linken Augenbraue ließ Sarah vermuten, dass ihre Herrin einen heftigen Schlag abbekommen hatte. Das Blut war zwar bereits getrocknet, doch konnte die Verletzung nicht alt sein. War sie der Grund dafür, dass man Lennis nicht hinauf in den Thronsaal gebracht hatte? Hatte einer der Handhuher die Nerven verloren und zu fest zugeschlagen?